können. Herzlichen Dank. Thank you, Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, meine Herren Kommissare, wenn ich höre, dass es fehlende Solidarität in Europa gibt, dann möchte ich fragen, wer ist denn schuld, dass wir zig Milliarden in den letzten Jahrzehnten in bestimmte Länder, ich zähle es jetzt gar nicht alle auf, weil mir die Redezeit fehlt, gezahlt haben, und da müssen wir uns vorwerfen lassen, dass das fehlende Solidarität sei? Wenn in diesen Ländern dann die Verwaltungseffizienz nicht erreicht werden kann, dann ist das nicht Schuld der Nettozahler, die das Geld dorthin leisten, sondern das ist die Schuld dieser Regierungen, die die Leute selber gewählt haben. Daher ist es hoch an der Zeit, dass man versucht, von jenen, die zahlen, endlich auch sicherzustellen, dass die Mittel ordentlich verwendet werden und nicht, wie der Kollege Stoyanov geschildert hat, in Mafia-Kanäle verschwinden, veruntreut werden und nicht zielgerichtet eingesetzt werden. Das, was die Kommissare derzeit versuchen, ist ein Versuch, das zu erreichen. Es wird sich herausstellen, ob das gelingen wird. Ich bin optimistisch und werde daher diesem Vorschlag zustimmen. Aber es ist ein legitimer Versuch, endlich sicherzustellen, dass das, was der Rechnungshof schon seit Jahr und Tag kritisiert, auch endlich umgesetzt wird, dass es eine effiziente Kontrolle gibt. Danke, Madame Estaraz-Ferragut. Ja, danke, Herr Präsident. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch an alle Berichterstatter und auch an, vor allem an Herrn van Nistelrooy, an Frau